Grüß Gott, meine Damen und Herren aus Weilerstadt mal wieder. Gedanken zum Tag. Heute war ja eine partielle Sonnenfinsternis, die ich gesehen habe übrigens. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte ein bisschen ausholen, ein paar Minuten. Ein Rückblick ins Leben hinein. Vor 50 Jahren war mein Hobby ja Astronomie. Ich habe damals als kleiner Junge auch viele Bücher schon gelesen. Das war mein Hobby und ich wollte Astronaut werden. Das hat sich fortgesetzt später. Das Interesse an der Natur, was die Natur zusammenhält, wie ist es im Weltall und wie ist es in mikroskopischen Bereichen, hat sich vorgesetzt ins Physikstudium. Und ich hatte als letzte Hauptdiplomprüfung allgemeine Relativitätstheorie. Und da hatte ich auch die beste Note jemals als Diplomphysiker 1988. Und 11 Jahre später, im Sommer 1999, im August, kam es zur totalen Sonnenfinsternis. Da war ich in Böblingen, eine Minute lang übrigens, ähnliches Wetter wie heute, so stark bewölkt eigentlich, ein bisschen schwül und warm. Und ich war dort im Moosberger Sträßle 11, auf dem Dach vom Restmüllheizkraftwerk Böblingen. Da war ich oft 2 Jahre lang mit Gästen aus der ganzen Welt oder mit Vereinen, Institutionen, Schulklassen und vieles mehr. Politiker oder Interessierte, ganz einfach, jeder Mann konnte diese Anlage anschauen. Ich war also der Führer, ja, nicht zu verwechseln mit unser Führer, das war ein anderer, ja, Leader oder Guide. We proudly present the one of the famous incineration plant in the world. Ja. And the famous car in the world. Da wollten auch die Chinesen hin, dieses Werk in Sindelfingen anschauen und vieles mehr. Jetzt komme ich vom Thema ab. Diese Sonnenfinsternis, eine Minute lang, man braucht ja eine geeignete Brille. Und heute war es so, meine Ehefrau hatte diese besondere Brille mit diesem besonderen Filter in der Schublade. Und ein paar Minuten vorher hat sie mir die gegeben. Damals war es so, wir standen mit 10, 15 Leuten auf dem Dach vom Restmüllheizkraftwerk Böblingen. Dort stand ich ja immer mit Gruppen und habe dann da meine Rede gehalten. Und man sieht ja auch die Deponie. Und dann hat man erläutert, wie man eben den Müll jahrzehntelang abgelagert hat und wie die Nachteile sind und der Vorteil einer Müllverbrennung, dass eben die Organik rauskommt und die Müllmenge dadurch reduziert wird und vieles mehr. Ich möchte das jetzt fachlich nicht vertiefen, jedenfalls standen wir da oben und haben da hochgeglotzt. Und heute habe ich mich daran erinnert, wie es da dunkel wurde, eine Minute lang und die Vögel zwitscherten nicht mehr. Das war eine gespenstische Stimmung, geheimnisvoll, rätselhaft, aber sehr angenehm. Man hielt inne innerlich, wir haben dann da hochgeglotzt und die Sonne kam tatsächlich kurz raus zwischen den Wolken und war aber dann dunkel, weil der Mond, ne? Lesen Sie mal nach, wie das ist mit Sonne und Mond, welcher Mond und wie der Mond und vorwärts und rückwärts. Das möchte ich jetzt nicht tun, aber es war damals sehr angenehm. Man konnte runterschauen, ich habe nach schräg unten geguckt, es wurde nämlich gerade Salzsäure verladen von einem meiner Leute, ein Kumpel, ne? Karl-Heinz hieß der, und der hat dann die Salzsäureverladung unterbrochen, aus Sicherheitsgründen natürlich. Eine Minute lang war es dunkel und es war mucksmäuschenstill und man hat gestaunt. Und ich habe in dem Moment gedacht, wie schön ist die Welt, wie schön ist die Natur, wie schön ist das Leben. Das habe ich tatsächlich gedacht. Und heute genauso, wenn also so ein Ereignis ist und man das auch sehen darf. Ich kam ja zufällig drauf, über Twitter habe ich da noch was gelesen im Spektrum und dann habe ich auf die Uhr geguckt, oh, jetzt muss ich da hoch, ne? So um die Ecke rum, aus dem Fenster raus. Und dann habe ich gedacht, na, Bewölkung, das wird wohl nichts. Und dann kam tatsächlich für einen Moment, da war das schon ein bisschen vorbei, 12.26 Uhr, kam das zum Vorschein, also wirklich historisch, also Gänsehaut habe ich nicht gerade gekriegt, aber ich sah eben rechts oben, wie der Mond eben die partiell eben die Sonne verdeckt hat. Man hat es im Tagesablauf gar nicht so mitgekriegt und die meisten sowieso nicht. 90% interessiert es gar nicht der Bevölkerung, vieles andere auch nicht, was mich interessiert, Politik sowieso nicht oder man ist ungebildet.
Aber diese partielle Sonnenfinsternis am heutigen Tage habe ich gesehen und das erinnert natürlich ans ganze Leben wieder zurück und vieles andere mehr. Außerdem mache ich ein bisschen Urlaub. Ne? Da ist man ohnehin ein bisschen besser gelaunt. Man hat auch noch Einkäufe getätigt und man muss auch dann sich ein bisschen bewegen und so weiter. Aber darum geht es nicht und da denkt man natürlich gleich mal wieder nach, wie war alles, wie gut oder schlecht war eben das Leben und mein Leben war in der Summe gut. Ne? Nützliches Mitglied der Gesellschaft bin ich heute. Sie sehen hier hinten, wie es hier aussieht, hier mit Computer und so. Und an sich habe ich noch ein paar Jahre bis zur Rente, wenn die Gesundheit es zulässt. Ich bin dankbar dafür, dass der Husten, die Bronchitis wieder zurückgeht. Das war jetzt auch wieder mal der Fall, dass ich kräftig gehustet habe. Und dann merkt man auch die Grenzen des Lebens, wenn man dann eben eingeschränkt ist. Ne? Und neulich waren ja Gäste da und dann muss man ja Fieber, die Kinder haben Fieber und dann hier diesen Test, da habe ich ja noch welche liegen da hinten irgendwo, diesen Schnelltest. Und er war natürlich gleich mal positiv. So, und warum war der Schnelltest positiv? Weil ein Nasenspray vorher in das Nasenloch eingegeben worden war und dann das Stäbchen. Das funktioniert nicht. Also andersrum. Erstmal das Stäbchen und anschließend oder so, ne? Dieses Nasenspray. Das hat man nicht beachtet gehabt und da habe ich gesagt, jetzt keine Panik, bevor wir alle in Quarantäne gehen, vorschnell. Jetzt wiederholen wir einfach diesen Schnelltest, ne? Geht ja schnell, 15 Minuten. Den Schnelltest nicht in aller Eile, sondern hier mit der Logik des Gehirns. Erstmal ein bisschen warten und dann wird mit dem anderen Nasenloch jetzt der Schnelltest ins andere, also nicht das, wo das Spray, sondern ne, Sie wissen, rechts, links. Ich habe auch noch den komischen Witz gemacht, dass mal einer mit einem Beinproblem, dass man eben das falsche Bein amputiert hatte. Diesen Doofwitz habe ich auch mal noch gemacht. Muss immer bei solchen Witzen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu sarkastisch sind. Aber jedenfalls war dann der zweite Nasenloch-Test, der war dann negativ. Ne? Also Entspannung und das Fieber hatte andere Ursachen. Das gibt es natürlich auch. Ansonsten geht es mir gut, wie schon gesagt, 7 Uhr, 7 Minuten 30. Politisch sieht es ja nicht so gut aus, wenn ich so an die Bundestagswahl denke, die jetzt demnächst sein soll. Da die drei Kandidaten und eine Kandidatin, also die sind alle drei unwählbar. Ne? Also Laschet sowieso, Scholz auch nicht und Frau Baerbock hat ja auch schon Fehler gemacht und hält es mit der Wahrheit ja auch nicht so ganz, hat es ja leider auch nicht und ist für mich auch unwählbar. Ne? Also ich wähle links, das dürfen Sie ruhig wissen. Aus Überzeugung wähle ich links aus ideologischen Gründen und als Oppositionspartei. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht jetzt in der Mittagspause. Wie ist das eigentlich im linken Spektrum? Warum stagnieren die SPD so stark zurzeit und warum stagnieren die Linken auch so stark? Es hat nicht nur politische Gründe, sondern es geht auch darum, dass organisatorisch natürlich eine Partei am Laufenden gehalten werden muss und da brauchen wir Leute, junge Leute möglichst, engagierte Leute, die auch die organisatorische Arbeit machen, die Wahlkämpfe und so weiter. Es geht nicht nur darum, schlaue Wahlprogramme zu entwerfen, zu schreiben und irgendwelche Leute, die dann diese laut verkünden. Nein, das Ehrenamt ist wichtig, es gibt viel zu tun an der Unterbau quasi, das muss funktionieren und wenn da keine Leute da sind, dann oder überaltert. Wir haben ein Überalterungsproblem. Auch in vielen Vereinen. Der Südwesten in Deutschland war immer die Gegend, wo das Ehrenamt sehr hochgehalten worden ist. Aus dem Chorgesangbereich kenne ich das ja gut und bei vielen anderen Vereinen, Organisationen und auch in den Parteien ist es so, dass all die Alten das noch zusammenhalten. Ich will mal ganz kurz noch sagen, in meiner Partei kommen natürlich auch junge Leute dazu, Studierende. Heißen die ja heute. Das war bei mir auch so, da ist man noch ein bisschen unabhängiger, frei hat neue, frische Ideen. So, und dann kommen aber andere Interessen ins Spiel, beruflicher Art oder privater Art, und dann ist mit Politik vielleicht vorbei. Und genau diese Malocher wollen wir fortschrittlichen linken Kräfte natürlich unterstützen. Und dazu braucht man die ja eigentlich auch, die selbst sagen, was wichtig ist. Der Arbeiter hat man früher gesagt, Arbeiterparteien, so, aber den gibt es ja gar nicht mehr. Na? Aber das sieht dann natürlich in meiner Partei auch nicht so gut aus.
Und jetzt sind 10 Minuten rum. Ich mache mir noch Gedanken, wie man das machen kann oder ob ich hier persönlich da mehr machen kann. Und das erzähle ich beim nächsten Mal. Einen schönen Tag noch, bis zur nächsten Ansage und tschüss.